Moin und herzlich willkommen wieder bei den Strategy Command Tutorials und heute kümmern wir uns um die Forschung. Das Ganze in vier Teile, einmal ein sehr grober Blick über die Grundlagen der Forschung, danach schauen wir uns die Theorie dahinter an, im Anschluss gehen wir hier dann nochmal die Technologien hier alle einzeln durch und als vierte schauen wir uns dann nochmal den Tech-Baum vom Ersten Weltkrieg an. Zu den Grundlagen. Forschung hat hier oben sein eigenes Feld zum Anwählen unter der nationalen Moral und dann sehen wir hier schon allerlei Technologien aufgeführt in diesem Fenster. Und jetzt schauen wir uns mal an, was man hier so rauslesen kann. Also wir haben hier die Text jeweils, da wo der Text hier steht. Dann, wenn diese Text grün unterlegt sind, heißt das, da wird gerade aktiv dran geforscht. Das hellgrüne ist das, was man schon erforscht hat. Das dunkelgrüne ist das, was noch fehlt. Und wenn man die Maus drauf hält, sieht man hier den Fortschritt. Geforscht wird immer bis 100%. Und wie wir sehen hier, die Panzerabwehrwaffen, die würden noch eine Weile dauern. Immer wenn man mit der Maus auf einer Technologie ist, wird unten ein Erklärungstext angezeigt, der mehr oder weniger ganz gut beschreibt, was man da eigentlich forscht. Wobei die Normen sind eigentlich an sich auch eindeutig genug. Hier drüben sehen wir dann die Kosten, was eine Technologie kosten würde zu erforschen und die Anzahl der da rein investierten Forschungstokens. Wie viele Tokens man in eine Technologie werfen kann, ist unterschiedlich. Zwei so meistens, aber das wird im Handbuch leider auch nicht jetzt hundertprozentig erläutert, wo zwei geht, wo einer geht. Das ist ein bisschen unschön. Hier bei diesen Pfeilen könnte man entscheiden, zusätzliche Forschungstokens zu investieren oder sie wieder rauszunehmen. Hier bei diesen Technologien links oben kann man gemeinhin nur einen investieren bis zum weiterentwickelten Flugzeug. Würden wir keinen zweiten reintun, hier bei einem schweren Bomber zum Beispiel wäre noch ein zweiter möglich. Wir können das einfach mal für Demonstrationszwecken machen. Wenn man einen Token rausnimmt, kriegt man die Hälfte zurück, die dieser Token gekostet hat. Wir können ihn einfach mal zurücknehmen. Genau, und hier sehen wir dann noch die Stufe, die wir bisher erforscht haben, der Technologie. Und in Klammern findet sich die Maximalstufe. So, was sehen wir in diesem Bildschirm noch? Wichtig sind noch die Gesamtforschungsausgaben und die maximalen Ausgaben. Diese Anzeige hier oben sagt, wie viel wir im Moment insgesamt in Forschung stecken. Und hier die maximalen Ausgaben sagt an, wie viel wir maximal für Forschung gleichzeitig ausgeben dürfen. Wenn wir also doch mal wieder hier in den schweren Bomber investieren. Denn wir sind bei 2000 Ausgaben und mehr dürfen wir nicht ausgeben. Diese maximalen Ausgaben sind quasi, um so historisch dann darzustellen, welches Land wie viel forschen konnte. Dass jetzt keiner, ne, dass zum Beispiel die Italien nicht die USA forschungstechnisch überholt. Das wäre irgendwie komisch. Wir sind, die sind auf 1200 limitiert. Deutschland hat hier 2000, die USA haben 2750 und damit auch das höchste Forschungslimit. Warum sollte man Forschungstokens zurückkaufen, wenn man zum Beispiel ganz dringend das Geld davon braucht oder in Runde 1, wenn irgendwas erforscht wird, dass man, wo man weiß, dass man das absolut nicht haben will, wird da auch manchmal bei den Deutschen zum Beispiel aus der Raketentechnik der Token zurückgeholt und kriegt ja immer die Hälfte der Punkte sofort. Beziehungsweise auch, wenn man zum Beispiel eine Technologie hier, nehmen wir es mal an, das Langstreckenflugzeug, wenn wir das jetzt durchforschen auf Stufe 5, beim Erreichen der nächsten Stufe verschwindet ein Token, dann hätten wir hier noch einen drin, aber es ist schon Stufe 5 von 5, dann müssten wir quasi den manuell wieder rausnehmen. Genau, das habe ich gerade schon halb gesagt, aber immer wenn die nächste Stufe erreicht wird, also hier 100% voll sind, verschwindet ein Token hier raus. Wenn da noch einer drin ist, wird automatisch nächste Runde weiter geforscht und man könnte wieder einen zweiten rein investieren. Wenn keiner drin ist, wird nicht weiter geforscht und man muss, wenn man weitermachen möchte und kann, noch einen weiteren Token hier rein tun. Ja, das jetzt erstmal zu den Grundlagen. Kommen wir nun ja zur Theorie dahinter. Und es fängt erstmal ganz leicht an. Ihr kriegt 5 oder 4% Fortschritt pro investierten Token in einer Runde. Das hängt ja mit den Stufen zusammen und die späteren Stufen erforschen sich etwas langsamer. Und nochmal grundsätzlich, diese Token, die ihr investiert, die sind die Grundlagen für die Forschung. Es wird nur in den Techs weiter geforscht, wo ihr auch Forschungstoken rein investiert habt.
So, zu diesen 4 und 5% kommt der sogenannte Catch-up-Bonus, also der Aufholbonus. Sagt einfach in Kurzform, wenn der Gegner an einer Technologie weiter ist, bekommen wir noch einen kleinen Forschungsbonus. Also plus 1% je Stufenunterschied, aber nur für gegnerische Majors, die auch schon im Krieg sind. Majors, das sind die großen Länder mit eigener nationalen Moralleiste. Deutschland, Italien, Großbritannien, USA, Sowjetunion, die eben, ja, und Frankreich und Polen. So, das heißt zum Beispiel, ne, wenn wir auch im Ostfeldzug sind, die Deutschen kommen mit Stufe 4 Panzern vor Moskau und die Sowjets haben nur Stufe 2 Panzer, dann würden die in weiterentwickelter Panzerforschung 2% Fortschritt erhalten. So, das Ganze geht jetzt aber quasi nicht nur bei Gegnern, sondern im Research Sharing auch bei Verbündeten. Also wenn die Amerikaner Stufe 4 Panzer haben und die Briten Stufe 2 Panzer haben, dann würden die Briten 2% zusätzlich Fortschritt bekommen. Aber Achtung, das funktioniert nicht bei allen Verbündeten. Bei War on the Europe, grob gesagt, teilen Deutschland und Italien ihre Forschung und die Westalliierten, aber die Sowjetunion wird da eigentlich außen vor gelassen. Das heißt, denen nützt es nichts, wenn ihr super amerikanische Panzer habt, die würden daraus keinen Bonus ziehen. Also das Ganze passt auch zusammen. Wenn ihr also zum Beispiel, sagen wir, mit Italien bisher keine Panzer geforscht habt und eure Gegner sehr, sehr starke Panzer haben und die Deutschen sehr starke Panzer haben, dann könnt ihr mit Italien unglaublich schnell Panzer forschen. Was kommt noch hinzu? Die Technologie, Spionage und Aufklärung ist auch sehr wichtig für die Forschung, denn man kriegt auf alles, wo man gerade dran arbeitet, 1% mehr pro Stufe, die man her hat, als die höchste Stufe von feindlichen vollmobilisierten Majors, also Gegnern, die im Krieg sind. Hier ist ganz wichtig zu wissen, das referiert ihr auf die höchste Stufe vom Gegner. Das heißt, sagen wir mal, ihr habt mit Amerika Stufe 3 in Spionage und Aufklärung, Italien hat Stufe 1, Deutsches Reich Stufe 2. Dann würdet ihr mit eurer Stufe 3 gegenüber den Deutschen mit ihrer Stufe 2 verglichen werden. Oder umgekehrt, ihr habt mit Italien Stufe 2 und alle Alliierten haben auch Stufe 1. Dann würdet ihr quasi immer nur mit Stufe 1 verglichen werden. Und auch wenn die Alliierten insgesamt mehr wären sozusagen, ist das Entscheidende, ihr habt Stufe 2, die nur Stufe 1, dann würdet ihr 1% kriegen. Das soweit. Wenn wir nachher über Spionage und Aufklärung reden, kann man da nochmal 2, 3 Details zu sagen, aber bleiben wir erstmal in der Theorie. Wir haben hier jetzt erstmal ein Beispiel, unseren Grundwert, das wären 5% plus den Catch-up-Bonus. Wir gehen davon aus, der Gegner, also die gegnerische Nation mit dem höchsten Forschungsfortschritt in dieser Technologie, bleiben wir mal bei den Panzern. Sagen wir mal, Großbritannien hat Panzer 3 erforscht und ist damit am stärksten bei den Alliierten. Wir haben Stufe 1 erforscht. Das Catch-up 3 minus 1 würde uns nochmal 2% bringen. Dann der Research Sharing. Sagen wir einfach mal, die Deutschen haben schon Stufe 4, wir sind wieder Italien. Da ist es auch durchaus logisch, dass wir nicht so viel in Panzerforschung haben. Also die Deutschen haben Stufe 4 in Panzer, weiterentwickelter Panzer, wir haben Stufe 1. Das heißt, wir würden nochmal 3% kriegen. Und wir haben in Spionage und Aufklärung beispielsweise Stufe 2 und die Gegner höchstens Stufe 1. Dann würden wir nochmal 1% kriegen. Und wir haben 2 Token. Okay, da ist weiterentwickelter Panzer doch ein blödes Beispiel, weil man da nur ein Token investieren kann. Aber gehen wir mal davon aus, man könnte 2 investieren. Dann wäre das ganze Ergebnis mal 2 und wir hätten einen erwarteten Fortschritt von 22%, was schon sehr, sehr mächtig ist. Aber das funktioniert ja auch nur dank 2 Token. Und eben weil wir sehr schlecht in der Technologie sind, aber Feinde über den Catch-up-Bonus weiter sind, genauso einfach wie ein Verbündeter, der seine Technologie mit uns teilt, auch schon sehr, sehr hoch ist und wir halt in Spionage und Aufklärung vorne liegen. Das sind alles schon Sachen, die im tatsächlichen Spiel nicht unbedingt auftreten. Damit die Sache nicht zu einfach wird, sind diese 22% durchschnittlicher Fortschritt auch nur ein Grundwert. Der wird nochmal modifiziert, nämlich mit plus minus 50%, also beziehungsweise multipliziert plus minus 50%. Das heißt, das, was wir jede Runde dann tatsächlich kriegen, wäre bei 22% dann irgendwas zwischen 11 und 33%. Bei zum Beispiel 10% durchschnittlicher Forschung werdet ihr irgendwas zwischen 5 und 15% kriegen. Ich denke mal, das ist ganz gut verständlich.
So, dann gibt es noch neben der eigentlichen Forschung, die es so jede Runde gibt, noch was, nämlich einen Forschungsdurchbruch. Der kann am Ende der Runde auftreten und euch nochmal 15 bis 25% Forschungsvortritt geben. Kennt ihr wahrscheinlich im Spiel, wenn die Runde durch ist, noch ein paar historische Ereignisse und so reinkommen, dass da dann kommt, Wissenschaftler melden Durchbruch bei weiterentwickelter Panzer, bleiben wir mal dabei. Und da freut man sich dann nochmal, weil es nochmal richtig schnell nach vorne geht. Ja, auf so einen Forschungsdurchbruch hat man 5% Chance pro Token, den man in einer Forschung investiert hat. Das heißt, wo wir mehr Tokens reinstecken können, da ist ein Durchbruch wahrscheinlicher. Und jede Technologie, an der gerade geforscht wird, kann wirklich jede Runde einen Durchbruch haben, der nochmal richtig Boni gibt. Ist nicht wahrscheinlich, aber es ist möglich. Und dann gilt auch hier, man hat plus 1% Chance pro Runde mehr für so einen Durchbruch. Je nachdem, wie viel Vorsprung man in Spionage und Aufklärung hat. Können wir auch nachher bei der Technologiebesprechung nochmal kurz darauf eingehen. Und insgesamt ist hier auch ganz einfach gesagt, nehmen wir an, wir haben zwei Token in was investiert in eine Technologie. Und wir haben zwei Tech-Vorsprung bei Spionage und Aufklärung. Dann haben wir in dieser einen Forschung 12% Chance pro Runde auf einen Forschungsdurchbruch, der eben nochmal 15 bis 25% geht. Das ist schon ganz mächtig. Ja, und das ist im Prinzip die Theorie hinter der Forschung. Dann kommen wir jetzt wieder zum Praktischen und schauen uns so ein bisschen die einzelnen Technologien an. Was nun das Interessante ist an diesem Forschungsbaum, der ist aufgeteilt in manuelle und automatische Upgrades. Hier links sind die manuellen. Das heißt, alles, was auf dieser Seite erforscht wird, müsst ihr dann auch selbst euren Einheiten im Spiel geben. Und auf der rechten Seite sind die automatischen Upgrades. Alles davon, ja, das kommt von selbst ins Spiel, da muss man nichts weiter machen. Fangen wir an. Infanteriewaffen, absoluter Klassiker. Solltet ihr eigentlich mit allen erforschen, weil es ist einfach vielseitig anwendbar. Wir sehen im Erklärungstext für Infanterie, Kavallerie, Partisanen, Panzerzüge, also für einen ganzen Schwung Einheiten werden eigentlich alle Werte erhöht. Hier auch ganz leicht zu finden. Erhöht die Werte. Also das ist mit einer der wichtigsten Technologien eigentlich. Ist es natürlich ein bisschen teuer und ihr könnt auch nur ein Token reinstecken. Aber sehr, sehr wichtig. Panzerabwehrwaffen, ja, erhöht für alle Packs, also Panzerabwehrkanonen, die Kampfwerte. Wird eigentlich nur sehr, sehr selten geforscht, weil man eben nicht so viele Packs hat. Und wenn, dann lohnt sich das eigentlich auch nur beim Deutschen Reich oder der Sowjetunion, weil die zumindest 4, 5 Packs haben können. Die meisten anderen Länder nur 1 bis 2. Ja, dann lohnt sich das einfach nicht. Geht auch nur ein Token rein, geht bis Stufe 5 rauf. Also ja, Deutschland und Sowjetunion vielleicht forschen, der Rest eigentlich nicht. Weiterentwickelter Panzer, dafür wieder eine unglaublich wichtige Sache. Im Kern eben wie die Infanteriewaffen, nur halt für Panzer. Jedes Upgrade verbessert die Werte. Wir können uns das hier nochmal kurz anschauen. Das ist übrigens, wenn wir gerade bei Panzern sind und Upgrades hier ganz interessant, man achte auf den Hartwert der Verteidigung. Der steigt nicht immer an oder sinkt nicht immer von 3 auf 3. Das heißt, der geht hier nur von 3 auf 3,5. Wenn so bei Upgrades ist, ihr eine Stufe mehr macht und die Zahl irgendwie die gleiche bleibt, dann heißt das, da wird nur um 0,5 gesteigert. Wie auch immer, weiterentwickelter Panzer sollte auf jeden Fall eigentlich auch immer mitgeforscht werden. Außer bei Italien und Großbritannien kann man mal drüber nachdenken, weil, ja, die haben wahrscheinlich nicht so viel Panzer und gerade für Italien ist das auch teuer, da kann man das auch weglassen. Und ja, das weiterentwickelte Flugzeug ist dann auch eben das quasi gleiche wie der weiterentwickelte Panzer, die Infanteriewaffen, jetzt halt nur für Flugzeuge. Eigentlich auch eine Kerntechnologie, sollten die meisten eurer Länder haben. Na, bei Italien, die haben halt nicht viele Punkte. Und wenn man zum Beispiel sagt, bei den Westalliierten, wenn die Amerikaner alle Flugzeuge stellen, kann man auch bei den Briten darüber nachdenken, das mal sein zu lassen. Aber die allermeisten sollten das haben, kann man auch nur ein rein investieren. Dann sollte man auch bedenken, genau, wir haben jetzt keinen Flugzeugträger mit den Deutschen. Ich sehe auch gerade
Köln, aber das weiterentwickelte Flugzeug hilft eben auch hier den Werten beim Flugzeugträgern, weil da natürlich auch Flugzeuge drauf sind. Oder aber auch allen Landfliegern. So, schwerer Bomber. Das ist dann für unsere strategischen Bomber, die ihr Angriffswert gegen Ressourcen erhöhen. Und dafür sind sie ja nun auch mal da. Nebenbei erhöht es auch die Verteidigung gegen Jagdflugzeuge und Luftabwehr, was ganz praktisch ist. Und gibt im Zweifel noch höhere Demoralisierung, wenn man ihn auch mal im Kampf einsetzen möchte. Was auch noch der Nebeneffekt ist, die Wahrscheinlichkeit, einer Einheit, die in einer Ressource stationiert ist, Schaden zuzufügen, wird um 10% gesteigert. Strategische Bomber war hier in diesem Spielstand leider schon dran. Aber im Kern. Nee, na, jetzt haben wir es nicht. Gut. Aber im Kern, wenn man den halt auswählt, eine Ressource bombardieren und da steht eine Einheit drin, hat man noch so eine Prozentanzeige, wann man vielleicht Schaden machen könnte gegen die Einheit da drin. Und die wird halt auch ein bisschen besser, wenn man schwere Bomber hochdeckt. Dann haben wir die Marinewaffen, die eben auch für ja, alle Schiffe zählen gegen Überwassereinheiten. Also wenn man einfach mal hier auf den Kreuzer drauf tut, wir sehen gegen Seeeinheiten, Flugzeugträger, Transporter, wird das alles ein bisschen besser. U-Boote sind dann noch eine etwas andere Geschichte. Aber zum Beispiel auch Marinebomber können auch die Marinewaffen benutzen. Oder auch normale Bomber ebenfalls. Also im Kern Marinewaffen für Schiffe und Bomber werden einfach stärker mit jeder Stufe. Langstreckenflugzeug ist dann was wieder für die Luftwaffe. Im Kern jedes Feld bringt mehr Einsatzreichweite mit sich. Wir sehen generell unten steht es plus 1. Für Luftschiffe und Marinebomber erhöht sich die Sichtweite. Die Angriffsreichweite von strategischen Bombern und die Reichweite von Begleitjägern sogar um 4. Wenn wir uns das auch mal ein bisschen angucken, man kann bis zu 2 Tokens reinstecken auf Stufe 5. Was so die unterschiedlichen Auswirkungen sind. Wir haben hier zum Beispiel strategischer Bomber mit Langstreckenflugzeug 3 hat seine Angriffsreichweite von 13 auf 22 gesteigert. Das heißt, der könnte sogar mit 5 bis auf Angriffsreichweite 28 ran. Das ist dann schon sehr, sehr mächtig. Wir haben unseren Jäger mit Langstreckenflugzeug 2 und hier steigt vor allem die Eskortierreichweite von 9 auf 17 an. Auch eine sehr schöne Sache. Und was zum Beispiel bei Marinebombe ansteigt, wir haben es ja gelesen, die Sichtweite Richtung See und die ist hier schon auf 8 mit Langstreckenflugzeug 3. Und dass wir diesen ganzen Kram hier sehen, verdanken wir dem Marinebomber, der hätte eine wahnsinnig hohe Sichtweite hat. Und am Rand erwähnt auch, weil es auf dem Feld nicht regnet. Weil wenn es da regnen würde, dann können Flugzeuge, soweit ich weiß, ihre Sichtweite da nicht nutzen. Was natürlich auch noch nebenbei gilt für Fallschirmjäger. Die können auch Langstreckenflugzeug-Upgrades bekommen. Und da erhöht sich dann die Abwurfreichweite. Also wie weit man sie eben mit Fallschirmen werfen kann. Nein, also wie weit man sie einsetzen kann. So, das weiterentwickelte U-Boot. Man kann auch zwei reinstecken und das ist jetzt natürlich primär was für U-Boote. Wir erhöhen ein bisschen die Angriffswerte und die Chancen, von einem U-Boot abzutauchen. Wir erhöhen ein bisschen die Angriffswerte, aber auch nur gegen Überseewassereinheiten, nicht gegen U-Boote. Und man erhöht auch nicht die Verteidigungswerte damit. Da muss man auch ein bisschen drauf aufpassen. Wirklich nur die Angriffswerte. Zudem erhöhen wir auch die Chance abzutauchen, wenn wir angegriffen werden. Und man erhöht auch den Schaden, den man einer Konvoiroute zufügt, wenn man sie überfällt. Das sollte da vielleicht auch beistehen, tut es aber leider nicht. Artilleriewaffen ist schnell erklärt. Alle Formen von Artilleriegeschützen werden ein bisschen stärker, wenn wir das Upgrade haben. Unsere schwere Artillerie kann dann zum Beispiel schon zwei Enchanzen ein bisschen demoralisieren. Leichte Angriffswerte. Weiß gerade nicht, ob man ein oder zwei da reinstecken kann. Raketenwaffen ist insofern was Besonderes, weil das haben jetzt nur die Deutschen. Können sehen, die Italiener haben da keine Forschung. Steht nur den Deutschen zur Verfügung und
Ja, jede weitere Stufe erhöht Angriffsreichweite und Schaden. Und auch so eine 10% Chance, dass eine Einheit, die in einer Ressource steht, getroffen wird. So ähnlich wie wir es gerade beim schweren Bomber hatten. Raketen werden nicht häufig gespielt. Aber um sich das mal kurz anzugucken mit Raketenwaffen, wir haben mehr Angriffsreichweite und mehr Schaden auf Ressourcen. Und das kann man ja bis zu 5 raufdecken. Da ist dann auch ganz ordentlich Angriffsreichweite und Ressourcenschaden dabei. Wir sehen jetzt auch aber keine übermäßige Demoralisierung. Keine Entschanzung oder so, keine Angriffswerte. Also Raketen sind wirklich dazu da, feindliche Ressourcen runterzuschießen, wenn man sie denn einsetzt. So, Erdkampfwaffen. Das ist jetzt ganz wichtig für taktische und mittlere Bomber. Da kann man bis zu einen reinsetzen, das heißt auch, na, generell alles, wo man nur einen reinsetzen kann, möglichst früh anfangen zu forschen. Und für unsere taktischen und mittleren Bombern sind die wirklich entscheidend. Wir sehen hier zum Beispiel, der taktische Bomber kann überhaupt erst entschanzen, wenn er Erdkampfwaffen hat und hat auch dann erst halbwegs vernünftige Angriffswerte und auch seine Verteidigung gegen Jagdflugzeug und Luftabwehr steigt. Beim mittleren Bomber geht der Demoralisierungsschaden auch noch gut hoch. Er kriegt überhaupt erst in weiten Teilen Angriffswerte und auch ein bisschen Verteidigung hier. Also wenn ihr Luftwaffe offensiv einsetzen wollt, sind Erdkampfwaffen eure Sachen und ihr wollt schnell viel davon haben. Machen wir weiter mit der Mobilität und das ist eigentlich kurz und schnell gesagt im Kern. Alle Landeinheiten kriegen einen zusätzlichen Bewegungspunkt mit diesem Upgrade. Das Problem ist, es ist ganz schön teuer. Ja, beinahe 400 Punkte. Von davor unter 300. Okay, bei Ruhe und so ist es auch so. Fühlt sich auch sehr teuer an, aber hier, man merkt schon den preislichen Anstieg für einen Aktionspunkt mehr. Also das ist vor allem ein Upgrade, wenn ihr mal ein bisschen Geld über habt. Oder naja, sagen wir mal, oder gerade für Panzer ist es eigentlich schön, wenn ihr irgendwie in einen Modus kommt, hinter die feindlichen Linien zu kommen, damit die möglichst schnell da entlang sind. Aber es ist halt sehr, sehr teuer. So, die U-Boot-Jagd, das ist quasi ein bisschen ein Konter zum weiterentwickelten U-Boot. Denn mit der U-Boot-Jagd passieren verschiedene Dinge. Einmal machen jetzt speziell U-Boote weniger Schaden auf Konvoirouten, wenn sie die plündern. Denkt dran, das weiterentwickelte U-Boot macht mehr Schaden. Wenn ihr U-Boot-Jagd habt, wird der Schaden reduziert. Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein U-Boot abtaucht, wenn ihr es angreift, sofern euer Schiff dieses Upgrade hat, wird reduziert. Während beim weiterentwickelten U-Boot ja die Abtauchwahrscheinlichkeit erhöht wurde. Das heißt, in der Beziehung sind U-Boot-Jagd und weiterentwickeltes U-Boot quasi ausgleichende Technologien. Beide können auf 5 geforscht werden. Und es geht immer darum, wer da gerade ein bisschen weiter vorne ist. Ansonsten kann man die U-Boot-Jagd auf die allermeisten Überseeschiffe packen. Okay, hier mit den Deutschen habe ich das natürlich jetzt nicht unbedingt. Gibt nicht so viele alliierte U-Boote. Man würde damit jedenfalls die Werte hier jetzt gegen U-Boot erhöhen. Das Wichtige allerdings, die allermeisten Schiffe können nur auf U-Boot-Jagd 2 gehen. Oder upgraden. Man kann das aber bis 5 forschen. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Bis Stufe 5 war, glaube ich, dann nur für Zerstörer. Wenn ich mich recht entsinne, weil die halt speziell U-Boot-Jäger sind, dass man das dann enorm hochdecken kann. Wie gesagt, alle anderen Überseeschiffe nur bis Stufe 2. U-Boote selbst kann man nicht mit U-Boot-Jagd ausstatten, weil sie hier im Spiel keine anderen U-Boote angreifen können. So, und das letzte der manuellen Upgrades sind die Luftabwehrwaffen. Ich frage mich, ob eine bessere deutsche Übersetzung nicht Flugabwehrwaffen wäre, wie auch immer. Erhöht jedenfalls die Verteidigung gegen Flugzeuge, soweit so gut gesagt. Das wollte ich jetzt nicht. Aber quasi jede Landeinheit und auch fast jede Seeeinheit außer U-Booten kann man hier upgraden. Man sieht, die Verteidigung gegen alle Formen von Flugzeugen steigt. Ist eigentlich ganz gut verständlich, die Technologie. Auch hier ist dann das Besondere, das kann man für die allermeisten Einheiten nur bis Stufe 2 tecken. Selbst für die dedizierten Luftabwehreinheiten. Auch nur auf Stufe 2. Wir haben aber gesehen, das geht auch bis 5 rauf. Und diese höheren Stufen sind für die Ressourcen, also Städte, Minen, Befestigung, was auch immer ihr auf der Karte habt. Mal angucken. Ja, den können wir hier einfach drauf decken.
die Zahl quasi neben der eigentlichen Stärkezahl bei so einer Stadt, Bergwerk, wie auch immer, zeigt an, was die noch für eine Luftverteidigung hat. Das ist vor allem gegen strategische Bomber praktisch, wenn man das da dann noch hochziehen kann. Ja, und insgesamt für den Luftkampf, also die Bomber kriegen halt Erdkampfwaffen drauf und wenn man sich dagegen besser verteidigen will, holt man sich halt die Luftabwehrwaffen oder auch um sich vor strategischen Bombern zu schützen, wenn man das auch auf Ölfelder und dergleichen rauftut. Kommen wir jetzt auf die rechte Seite des Stichbaums, da sind die ganzen automatischen Sachen, wo ihr also nichts weiter machen müsst, außer es fertig zu erforschen. Wir haben die Befehlskontrolle, das ist für unsere Hauptquartiere eine ganz, ganz wichtige Technologie, denn jede Stufe davon erhöht verschiedene Sachen. Einmal die HQ-Reichweite um 1, mit einem Doppelklick sieht man die hier. Normalerweise 5, mit Tech-Stufe 2 sind es 7. Außerdem die Anzahl der unterstellten Einheiten, das wäre mit Tech-Stufe 2 jetzt auch 7, ansonsten wären es nur 5. Und auch den Befehlshaberwert, der wird auch um 2 gesteigert, wenn man es auf 2 geforscht hat, der wäre ja sonst 5 und der ist dann auch wichtig, damit das HQ auch effektiv dann die Moral bzw. die Bereitschaft besser boosten kann. Also wenn ihr bessere HQs haben wollt, dann erforscht. Befehlskontrolle ist auch empfohlen, das einfach auf Dauer irgendwann zu machen. Ist auch noch der nette Spezialsache dabei, dass nämlich die AP, also die Aktionspunkte, erhöht werden, wenn ihr das forscht. Das heißt, euer HQ ist einfach schneller, sonst hat es nur 3 Aktionspunkte. Die Aktionspunkte kann man natürlich auch mit Mobilität erhöhen, aber das ist teuer, wie eben gesehen. Mit Führung und Kontrolle hat der Befehlshaber jetzt die Aktionspunkte. Natürlich könnte man dann auch noch Mobilität da drauf tun. Hätte der Befehlshaber sogar 5 Punkte, kann er fast mit Panzern mithelfen, wenn die Versorgung stimmt. Wie auch immer, kommen wir zu den nächsten. Das sind ja diese 4 Kriege, die man alle auf Stufe 1 ticken kann. Und da würde ich einfach empfehlen, forscht die einfach irgendwann durch. Ist einfach ganz nett bis relevant, die zu haben. Unterscheidet sich leicht, aber macht das irgendwann mal, wenn Zeit und maximale Ausgaben das Limit drin ist. Dann ist einfach gut. Infanteriekrieg bringt stumpf allen Infanterieeinheiten nochmal 10% mehr Kampfbereitschaft. Panzerkrieg macht das gleiche für Panzer. Hier ist noch das Wichtige, dass man da noch seinen zweiten Angriff kriegt im Panzerkrieg. Wir sehen das hier mal eben. Angriffe 2. Schwere Panzer, normale Panzer und mechanisierte Einheiten. Also das ist sehr, sehr mächtig, deswegen ist der Panzerkrieg von den Kriegen auch besonders wichtig. Luftkrieg macht die Flugzeuge alle ein bisschen besser. Und dann auch wichtig, Abfangjäger, also beziehungsweise Jagdflugzeuge und strategische Bomber haben dann auch jeweils 2 Flüge. Also beziehungsweise das Jagdflugzeug, 2 Abfang- oder Escort-Missionen. Das ist auf Dauer auch sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir noch den Seekrieg, der nochmal für die Seeeinheiten 10% mehr Bereitschaft bringt. Eine Besonderheit sind dann noch Flugzeugträger, denen bin ich von Luft- und Seekrieg dann jeweils nur 5% mehr Bereitschaft bekommen, aber dann zusammen immer noch 10%. Und mit das Wichtigste ist halt der Panzerkrieg, von denen hier einfach für den zweiten Angriff bei Panzern und mechanisierten Einheiten. Dann haben wir die amphibische Kriegsführung. Kann man auch bis zu 2 reinstecken. Oh, da habe ich jetzt bei ein paar Techs unterschlagen. Also hier so in diesem Bereich sind meistens dann immer 2 möglich. Das ist so der Standard. Naja, amphibische Kriegsführung erhöht einfach die Anzahl von beiden Arten amphibischen Transportern. Was ist mit beiden Arten gemeint? Wir schauen mal kurz in einen Hafen rein. Ja, und den amphibischen Transport und den amphibischen Transport Langstrecke. Das sind beide Arten. So, und je weiter man das forscht, desto mehr Transport hat man von beiden Arten. Und die Transporter an sich werden ein bisschen langlebiger, können schneller und weiter fahren und so weiter. Und das ist eine Technologie vor allem für Großbritannien und die USA, wenn ihr hier halt irgendwann D-Day eine Invasion starten wollt. Für die Sowjetunion wird das eigentlich so gut wie nie gemacht, obwohl es, wer weiß, vielleicht gäbe es hier interessante Möglichkeiten nach Rumänien. Naja, mit Deutschland und Italien, man kann drüber nachdenken, das hier
da zu machen. Aber auf jeden Fall für eure Westalliierten ist das eine ganz, ganz wichtige Sache. Und auch diese Langstreckenlandungsboote sind wahnsinnig wichtig, die man dadurch kriegt. Wir können uns mal kurz ansehen. Die sind teuer, keine Frage. Der 24 Aktionspunkte hätte er ab nächster Runde und der kann auch kreuzen. Das heißt, ein Versorgung verlieren und doppelt so viele Aktionspunkte zu haben. Das Langstreckenboot käme jetzt schon mal stumpf 48 Felder weit und das ist sehr praktisch für eine Invasion. Und auch das normale Boot nur 10 Felder im Moment kommt und nicht kreuzen kann. Naja, und auch die Werte, wie weit die endgültig kommen, hängt ja auch von der Tech ab. Je mehr ihr daran habt, desto besser sind eure Landungsboote. Dann Spionage und Aufklärung, da haben wir im Theorieteil schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Also einmal bringt euch Spionage und Aufklärung zusätzliche Forschung. 1% die Stufe, die ihr mehr habt. Wir haben gerade mit Deutschen und Italienern hier jeweils Stufe 1. Das heißt, wenn die Alliierten auch Stufe 1 haben, passiert nichts bei niemandem. Also, wenn alle Alliierten Stufe 0 haben, müssen wirklich alle schwächer sein, dann hätten wir plus 1% Forschung auf alles und plus 1% Chance für einen wissenschaftlichen Durchbruch, der nochmal 15 bis 25% bringt. Wenn die Alliierten alle Stufe 1 oder weniger haben, naja, passiert nichts. Und wenn die anderen mehr haben, dann kriegen die halt ihren Bonus auf Forschung und Durchbruch. Also ist sozusagen immer der, der vorne liegt, kriegt den Bonus, aber der, der hinten liegt, kriegt jetzt keinen Malus. Gut, man kann natürlich sagen, weil es keinen Bonus mehr gibt, ist das sozusagen ein Malus. Ja. Ansonsten jedenfalls, abgesehen von den Forschungsbonussen, bringt Spionage und Aufklärung noch jede Runde eine gewisse Chance mit, feindliche Einheiten zu sehen. Ich glaube, jede Einheit hatte eine Wahrscheinlichkeit von 1% entdeckt zu werden, die Forschungsstufe. Das ist dann auch auf eine gewisse Anzahl Einheiten gekoppelt, die man sehen kann. Meistens entdeckt man dann, dass irgendwie in den USA Einheiten rumstehen, die ja nicht so interessieren. Hin und wieder hat man aber Glück, dass zum Beispiel ein Schiff aufgedeckt wird. Und zu wissen, wo zum Beispiel gerade feindliche Schiffe sind, ist enorm praktisch. Ist so ein bisschen Glückssache. Ja, aber sozusagen eine kombinierte Tech, die mehr kann, und das ist dann auch wieder eine, wo man nur ein rein packen kann, ein Token. Also wenn ihr es haben wollt, früh anfangen, das dauert sonst lange zu forschen. Kommen wir hier noch mal kurz zum Erklärungstext. Hier steht unten und erhöht die Wahrscheinlichkeit auf einen Durchbruch, nachdem die 45% Schwelle überschritten wurde. Das ist, glaube ich, veraltet inzwischen. Man kann inzwischen jederzeit einen Forschungsdurchbruch machen. 45% Schwelle hin oder her. Beziehungsweise ganz früher war es, glaube ich, so, dass man ab 45% auch eine geringe Chance hatte, eine Tech quasi sofort zu kriegen. Vielleicht referiert das auch darauf, aber so oder so kann man das, glaube ich, ignorieren. Soweit es das Handbuch gerade hergibt und das ist auch nicht immer ganz aktuell, wie auch immer. Jetzt kommen wir zur Logistik. Das ist auch wieder so eine kombinierte Tech. Also einmal reduziert es die Kosten für Verlegung und Transport um 10% pro Stufe. Das heißt, wenn wir zum Beispiel unser Flugzeug verlegen wollen, mit Logistik wird das günstiger. Oder wenn wir auch die Eisenbahn benutzen wollen, wird günstiger mit Logistik. Außerdem können wir noch Transporter und Befehlshaber mehr bauen. Also für jede Logistikstufe geht hier das Produktionslimit für Befehlshaber einen nach oben und wir können Transporter bauen. Also jetzt nicht verwechseln mit den amphibischen Invasionsschiffen. Ein Transporter hier ist ganz stumpf. Wir fahren von einem befreundeten Hafen in den anderen und laden da aus. Und mit den amphibischen Schiffen können wir halt irgendwo anlanden. Außerdem Logistik ist noch gleich die Befehlshaber-Mindestversorgung. Das heißt, euer HQ wird, sofern es auch bei maximaler Stärke ist, drückt ihr da glaube ich auch rein, immer so viel Versorgung mindestens austeilen, wie ihr Logistik geforscht habt. Das heißt, in diesem Spielstand werden unsere HQs immer mindestens 5 austeilen. Ich weiß, das ist nicht überragend viel, das ist mehr so, wenn man ja beispielsweise hier im Nirgendwo in Persien irgendwo in den Bergen festsitzt und alle Orte verliert, dann würde das HQ trotzdem noch 5 austeilen. Das ist schon nicht schlecht. Das war, glaube ich, auch in diesem Spielstand, als es noch durch Persien ging, hier irgendwo in der Nähe, dass da mal ein HQ aus 0,5 gemacht hat, dank der Logistikforschung.
Na gut, wenn man jetzt aber nur in Europa kämpft oder so, ist das mit der Mindestausgabe auch nicht so wichtig. Aber es kann praktisch sein. Produktionstechnologie, ja. Jede neue Stufe verringert die Kosten von Einheiten um 5%. Eigentlich auch leicht und schnell gesagt, auch so eine Technologie, die eure größten und wichtigsten Länder möglichst schnell forschen sollten. Gut, bei sowas wie Italien ist immer die Frage, lohnt sich das überhaupt? Ich bin da ein bisschen unentschlossen, weil die kaufen ja auch nicht so viele Einheiten, dass man wirklich auf Dauer die Kosten reinkriegt, was es eigentlich hier, was man investieren musste, um es zu erforschen. Wie auch immer, aber so USA, Deutschland, Sowjetunion sollten sich das schon holen, auf jeden Fall. Was es da noch zu wissen gibt, diese Kosten in Klammern sind jetzt die tatsächlichen Kosten. Und das ist eben der Hinweis auf die Produktionstechnologie. Eigentlich müssten wir für diese Einheit 250 bezahlen, aber mit Produktionstechnologie sind es nur 187. Aber wie wir sehen, wenn wir mal auf einen Verbündeten gehen, der hat hier kein Klammer. Keine Klammer. Und auch all die anderen Verbündeten hier nicht. Das liegt daran, Produktionstechnologie wirkt sich wirklich nur auf das Major aus, also auf, ja, auf die Großmacht. Und all eure verbündeten Mittelstaaten können davon nicht profitieren. Das heißt, wenn ihr Produktionstechnologie habt, dann kauft nach Möglichkeit hier erstmal wirklich die Schiffe vom Major, vom Hauptland und danach erst das andere. Außer natürlich, ihr wollt, wenn jetzt direkt jemand in Spanien haben wollt, ne, dann kann man vielleicht auch trotzdem zuerst in Spanien kaufen. Aber wenn es nicht ganz so wichtig ist, wo der erstmal spawnt, dann erstmal von hier kaufen. Industrietechnologie, auch eine der absolut wichtigsten Sachen und das, was eigentlich jedes Land vorbei euch sofort maximal hochziehen sollte, kann man hier bis zu zwei Tokens reinstecken und unfassbar wichtig, weil es erhöht ganz stumpf eure MPP-Zahl. Hier links den Industriemodifikator und kurz gefasst, durch die Forschung von Industrietechnologie erhöht sich der Industriemodifikator und der bestimmt halt, wie viel ihr letztlich aus all euren Ressourcen hier auf der Karte an Punkten bekommt. Und deswegen forscht das einfach durch. Das würde ich auch sagen, auch bei kleinen Ländern wie Italien. Hauptsache, sie haben ein paar Punkte mehr. Forscht das, das ist mit die wichtigste Sache, wenn nicht sogar die wichtigste. Ja. Das finde ich, ist einfach entscheidend. Ja, mit die wichtigste Technologie zuletzt erläutert. Wenn man sich sonst den Forschungsbaum so anguckt und ja, ich frage, was soll man forschen so am Anfang des Spiels? Also Industrie-Tech auf jeden Fall. Infanteriewaffen auch auf jeden Fall. Dann hier weiterentwickelter Panzer, weiterentwickeltes Flugzeug. Das ist natürlich meine Einschätzung, kann jeder anders sehen. Dann gibt es hier auch viele Sachen, die nett sind. Erdkampfwaffen finde ich entscheidend. So von schwerer Bomber bis Artilleriewaffen. Kann man alles gebrauchen, aber vielleicht erst später, wenn so Industrie und Panzer und Infanteriewaffen laufen. Luftabwehr würde ich auch langsam holen. Hier drüben Befehlskontrolle bis Seekrieg auf jeden Fall auch alles holen, aber primär den Panzerkrieg. Amphibische Kriegsführung, Westalliierte oder wenn ihr eine Idee habt. Spionage und Aufklärung ist wichtig, dass irgendeine eurer Nationen die hochzieht. Damit im Zweifel die Gegner keine Boni bekommen. Logistik auf Dauer, ja, außer wichtig. Produktionstechnologie auf jeden Fall für die größeren Länder. Ja, also, aber ich glaube, das wird jeder nochmal ein bisschen anders sehen, was er wann, wie, wo machen würde. Naja, gut. Dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zum letzten Teil und schauen uns nochmal den Techbaum im Ersten Weltkrieg an. So, wir sehen, der Forschungsbaum an sich ist auch so aufgeteilt, links die manuellen Sachen, rechts die automatischen. Ich möchte vor allem darauf eingehen, was anders ist. Infanteriewaffen ist auch das gleiche, hier vielleicht sogar noch wichtiger, weil ihr eben fast nur Infanterie habt. Und wir sehen hier schon mit den Panzern, das ist ein bisschen speziell. Da mache ich die mal eben. Wir haben die Panzerentwicklung hier und die Panzerkriegsführung hier. Also mit der Panzerkriegsführung erforscht ihr einmal, dass sich die Einheitenmoral eurer Panzer erhöht und dann, dass ihr sie überhaupt bauen könnt. Alle zwei Stufen in der Panzerkriegsführung kriegt ihr einen neuen Panzer für die Nation, den ihr bauen könnt, ausgenommen bei Serbien.
Und das heißt, wenn ihr das durchtaggt, könnt ihr bis zu zwei Panzer bauen. Die Panzerentwicklung ermöglicht es euch dann, die Panzer zu upgraden, dass sie noch ein bisschen stärker sind. Das heißt, um die wirklich vernünftig einzusetzen, braucht ihr beide Tags hier. Ja, das mit dem Jagdflugzeug ist hier ein bisschen anders. Da kann man, glaube ich, 3, 4 oder sogar 5 Token reinstecken, bin ich mir gerade nicht sicher. Kann im Zweifel sehr, sehr schnell hochziehen. Anders als jetzt im Zweiten Weltkrieg. So, schwerer Bomber ist der strategische Bomber und ähnlich. Ansonsten hier ist auch recht viel gleich, ähnlich und verständlich. Ja, ich glaube, sonst muss man hier nicht so viel zu sagen. Man sieht ja, dass die Kosten insgesamt ein bisschen anders sind. Sonst EPL kann man meistens, glaube ich, noch 2 Token häufig reinstecken. Weil wir sehen hier und da, dass sogar 3 möglich sind. Hier sind sogar 3. Okay, ich weiß nicht, ob sie nicht vor einiger Zeit anscheinend mal die Regeln geändert haben, aber wie ich das hier gerade sehe, scheinen durchaus auch häufig 3 Token drin zu sein. Interessant, also als ich letztes Mal gespielt habe, war eigentlich noch 2 das Maximum, aber das ist halt das Unschöne ein bisschen. Es steht jetzt nicht so explizit im Handbuch, wie viele Token drin sind. Das muss man einfach ausprobieren. Ansonsten, Führung und Kontrolle. Das kann man hier sogar 4-mal forschen. Das heißt, eure Hauptquartiere haben am Ende sogar 9 Einheiten, die sie innerhalb von 9 Feldern kommandieren können. Und ihr Befehlshaberwert steigt um +4. Aber dafür gibt es ja keinen AP mehr. Also keinen Bewegungspunkt mehr dazu. Und der Infanteriekrieg aus dem Zweiten Weltkrieg, der ziemlich langweilig ist, hat hier etwas sehr Spannendes, nämlich die Infanteriekriegsführung kann man gleich bis auf Stufe 4 bringen und damit euren Infanterieeinheiten 40% mehr Kampfkraft geben. Das ist schon sehr mächtig. Panzerkrieg hatten wir. Beim Luftkrieg ist auch noch wichtig, dass kann man bis auf Stufe 2 tacken, aber da hängen noch ein paar Flugzeuge dran. Wenn wir den nämlich auf Stufe 2 haben, kriegen wir mehr Jagdflugzeuge, Flugzeugmutterschiffe, Flugzeugträger, Aufklärungsbomber, Erdkampfbomber und schwere Bomber. Beziehungsweise also das Wichtige am Luftkrieg ist, wenn man den durchdeckt, dann haben die meisten Länder erst Zugriff auf ihren schweren Bomber. Auch Luftkriegsforschung. Und zum Beispiel auch das Schlachtflugzeug. Also der schwere Bomber ist im Prinzip ein strategischer Bomber, mit dem man halt Ressourcen zerstören kann. Alles noch ein bisschen auf Erster Weltkriegsniveau, alles ein bisschen weniger. Und das Schlachtflugzeug geben kann so allgemein eigentlich alles Mögliche machen im Luftkampf. Er kann demoralisieren, entschanzen, ganz nette Reichweite, hat ein paar Angriffswerte. Das ist, finde ich, so ein bisschen ein Alleskönner. Ganz nett. Also wenn man so mehr Flugzeuge und auch spezielle Flugzeuge haben möchte, dann sollte man den Luftkrieg durchforschen. Beim Seekrieg ist hier noch wichtig. Im Ersten Weltkrieg wird nämlich das Produktionslimit der Seeminen erhöht. Die spielen hier ja auch noch eine wichtige Rolle durchaus. Sollte man auch wissen. Pivische Kriegsführung ist, finde ich, nicht ganz so wichtig. Es gibt im Ersten Weltkrieg einmal deutlich weniger Landungsboote und auch keine Langstreckenlandungsboote. Das heißt, erfolgreiche Landungen sind nochmal drastisch komplizierter. Und dann eine absolute Kerntechnologie, der Grabenkrieg. Da kann man, glaube ich, bis zu 4 Tokens reinstecken und das sollte man auch schnell hochziehen. Erhöht einfach die Verschanzung von Gräben um 1 und das braucht man ganz dringend. Gasgranaten, Artillerie ist natürlich ein bisschen wichtiger im Ersten Weltkrieg. Das erhöht einfach die Anzahl der Geschosse. Spionage und Aufklärung funktioniert hier im Kern so ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg. Geht hier aber nur auf Stufe 2 und ich glaube, man kann auch mehrere Token reinsetzen. Logistik ist auch ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg, aber da steht jetzt gar nicht dran zum Beispiel. Wieder ein Beleg dafür, dass die Texte manchmal nicht ganz korrekt sind. Hier ist es inzwischen auch wichtig für die Anzahl der Geschosse. Ich merke gerade was. Das ist ein sehr alter Spielstand. Ich gehe mal kurz zu Demonstrationszwecken in einem neuen Spielstand. Moment. Gerade in einem
älteren Spielstand, wo das noch nicht drin war mit den Regeln. Aber inzwischen ist Logistik nämlich auch wichtig für die Anzahl Munition, die eine Artillerie maximal halten kann. Früher hatte eine Artillerie immer das Maximum von 10 Geschossen, heute ist es 5 plus die Logistikforschung. Das heißt, wir haben hier 2 von 5 und dementsprechend können unsere Kanonen hier 7 Geschosse maximal halten. 5 plus 2. Hier haben wir eine österreichische Artillerie, hier haben wir sogar nur 6 und das liegt daran, dass die Logistik nur auf 1 haben. Damit wird Logistik hier auch nochmal ganz schön wichtig auf Dauer, sobald man dann zur Artillerie kommt. Produktionstechnologie und Industrietechnologie sind dann eigentlich auch gleich. Wobei hier wichtig ist, hier kann man auf jeden Fall auch 3 reinstecken in die Industrietech. Ist wichtig, dass man das einfach schnell durchforscht. So, das ist jetzt so ein paar Eigenheiten des Ersten Weltkriegs. Und auch noch mal eine kurze Empfehlung, was sollte man forschen? Also es gibt hier ein paar ganz klare Kerntechnologien. Industrietechnologie, Grabenkrieg, Gasgranaten, Artilleriewaffen und Infanteriewaffen. Das sind die wichtigsten, forscht die so schnell gut durch, wie es geht. In welcher Reihenfolge man jetzt wo die Tokens füllt, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Also bis auf Infanteriewaffen könnt ihr überall mehr reinstecken und das würde ich euch auch dringendst empfehlen. Das sind die wichtigsten, die man braucht und danach kann man halt schauen. Ihr könnt zum Beispiel eine Erdkampfwaffen, Luftkrieg, Jagdflugzeug, eine Luftwaffe aufbauen. Ihr könntet mit Führung und Kontrolle und Infanteriekrieg eure Infanterie stärker machen. Ihr könntet in Seeeinheiten, vielleicht sogar amphibische Kriegsführung investieren. Mit oder ohne U-Booten. Oder ihr baut eine Panzerwaffe auf. Also ich sag mal, wenn im Kern so die Techs laufen, dass eure Artillerie was wird, der Grabenkrieg, Industrie- und Infanteriewaffen. Danach habt ihr ein bisschen modular, was ihr machen wollt, je nachdem, wie ihr so gerade spielt, welches Land ihr eigentlich habt, denn die Forschungskosten können auch leicht variieren. Zum Beispiel der österreichische Grabenkrieg kostet sogar 60, der deutsche nur 50 und Österreich hat sowieso weniger Punkte, das heißt, den Grabenkrieg hochzuziehen, ja, ist umso teurer sozusagen, aber trotzdem halt enormst wichtig. Na ja, gut, dann denke ich mal, haben wir erstmal alles zu Forschung und Technologie. Und wenn ihr jetzt noch Fragen, Anregungen, Anmerkungen habt, wie auch immer, schreibt es gerne dazu in den Kommentaren. Oder wenn ihr Vorschläge für Tutorials habt, nehme ich auch gerne auf. Mal sehen, was man daraus machen kann. Ja, und dann würde ich an dieser Stelle auch erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.